Geschmückten Meierhof ganz, ganz herzlich begrüßen und für das Kommen ein großes Danke sagen. Danke, dass ihr die Einladung angenommen habt, um in Vorfreude auf das schönste Fest des Jahres, das Weihnachtsfest, die von den Goldhaum- und Kopftuchfrauen so herrlich geschmückten Christbäume zu bestaunen und zu bewundern. Ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich unseren hochwürdigen Herrn Abt Magister Martin Fehlhofer. Es ist uns eine große Ehre, dass du dir heute Zeit genommen hast und bei uns bist. Deine Anwesenheit verleiht unserer Veranstaltung einen ganz besonderen Wert. Wir haben gemeinsam so etwas Tolles, wie wir das heute erleben dürfen. So etwas kann nur dazu entstehen. So ein Blick zu den Christbäumen zurück macht mich ganz glücklich und auch sehr dankbar. Um so ein großes Vorhaben in die Tat umzusetzen, da braucht man viele fleißige Hände, die da anpacken. Aber eine muss ich jetzt herausheben, denn ohne die könnte so ein großes Fest nicht veranstaltet werden. Und das ist unsere Gabi. Die Gabi aus Eigenschlägel, die Obfrau. Die Gabi, die alles managt und alles arbeitet. Liebe Gabi, ich möchte dir heute ganz herzlich danken, in aller Öffentlichkeit. Denn wir alle wissen, wir Goldhaumfrauen wissen alle, wenn die Gabi nicht da wäre und die Managerin wäre, sie arbeitet, sie managt, sie sucht alles aus. Gabi, ohne dich wäre das nicht zu machen. Ich glaube, ein großer Applaus wäre für dich. Familienmusik, und zwar Familienmusik Haselgruber aus Schwackereit. Die Mutter, die Eva, sie kommt aus St. Oswald bei Blankenwart in der Steiermark. Eine Beziehung zu Oswald, der Klaus hat sie geholt. Und sie spielt mit dem Vater und den drei Söhnen. Wir haben dich gern.
schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Liebe Goldhaum-Frauen, liebe Obfrau Grete und Bürgermeisterin, bei Elisabeth gratuliere ich zum Namenstag morgen. Elisabeth heißt auf Deutsch, Gott ist die Fülle, Gott ist Treue, passt wunderbar zu euch als Bürgermeisterinnen. Ich darf, wenn ich so die Grete gehört habe, wunderschön, kann ich nur sagen, ihr seid wunderschön und die Bäume sind wunderschön. Freimann, hast du das gesagt? Ich sage es noch einmal. Aber das passt dann auf jeden Fall. Ja, es ist eine Ehre für uns hier im Stift und natürlich in der Gemeinde, dass ihr dieses Engagement aufgebracht habt, eine Christbaumaufstellung zu machen. Ich bin durchgegangen, sie sind wirklich wunderschön. Viel Mühe. Ja, der Franz würde ja sicher etwas sagen von der Geschichte des Christbaums, da sage ich nichts. Denn eines ist sicher, bei der Geburt Jesu hat es noch nicht gegeben. Das soll aber jetzt keine Ernüchterung sein, er ist ja später gekommen, aber das Symbol des Baumes, das war in der Bibel allgegenwärtig. Es beginnt ja schon im Schöpfungsbericht, der Baum des Lebens, der Baum der Erkenntnis. Es gibt eine Stelle in der Heiligen Schrift, wo Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das heranwächst zu einem Baum. Ja, auch ich darf euch, Sie, ganz herzlich hier in der Marktgemeinde Eigenschlegel begrüßen, hier im Meierhof des Stifters Schlegel, ganz besonders natürlich dich, Abt-Martin, liebe Grete, liebe Gabi. Weihnachten steht vor der Tür, der stille, der ruhige Advent ebenfalls, nur diese Stille gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Es wird immer hektischer vor Weihnachten, die Termine werden immer mehr. Man geht von einer Weihnachtsfeier zur anderen, plötzlich ist Heiligabend. Auch der wird meistens noch hektisch und dann sagt man, nächstes Jahr wird es anders. Und so vergeht ein Jahr nach dem anderen und die Zeit wird immer stressiger und immer hektischer. Und deshalb freut es mich wirklich ganz, ganz besonders, dass ihr, der Bezirksgoldhauben- und Kopftuchgruppe, diese Idee geboren habt, hier da bei uns in Eigenschlegel, im Meierhof des Stifters Schlegel, diese Christbaumausstellung zu organisieren und durchzuführen. Hinter jeder Idee, hinter jedem Projekt muss ein Kopf stehen, liebe Grete, in deinem Fall sind es zwei Köpfe und Gabi. Und der, was eigentlich dieser Idee dann auch voll dahinter steht. Man muss das Ganze mittragen und beim Körper gehört nicht nur der Kopf dazu, sondern auch die Körperteile. Und diese Körperteile sind natürlich alle Frauen, alle Mitglieder dieser Goldhaubenfrauen und Kopftuchfrauen. Und ich glaube, euch allen muss man wirklich ganz ein herzliches Dankeschön sagen. Wir haben zwar schon gehört, dass auch die Männer im Hintergrund mitarbeiten. Ich weiß das von der Gabi, was der Franz im Hintergrund alles leistet. Da steht er, dieser weißhaarige Herr. Er ist nämlich nur dazu unser Nachbar, gell? Also somit weiß ich, was da dahinter steht. Und wirklich, man muss euch wirklich gratulieren zu dieser Idee und einfach für diese viele, viele Arbeit. Es ist nicht einfach eine Arbeit, wo man sagt, okay, das ist die letzte Woche, sondern ihr habt viele, viele Wochen vorher nicht nur gearbeitet, sondern vorher einfach einmal viel gedacht, wie können wir das machen, wie kommt jeder Christbaum ausschauen. Man schaut ja, jeder ist individuell, es gibt Christbäume, die sind sehr traditionell, so wie man es halt einfach früher gehabt hat. Ja, jetzt natürlich gibt es halt sehr viele moderne Christbäume. Heuer ist der Christbaum einmal in Rot modern, nächstes Jahr, weil sie halt die Vorhänge geändert haben, braucht man einen blauen. Und so natürlich braucht man jedes Jahr andere Kugeln, andere Farben. Und man hat wirklich heute, glaube ich, die Möglichkeit, dass man sich die Christbäume wirklich gut anschaut und einfach wieder auch für zu Hause Ideen holt. Wie kommt man es heuer oder nächstes Jahr gestalten?
Ich sage auf alle Fälle recht herzlichen Dank, nicht nur, dass ihr da bei uns in Eigenschlegl seid, denn ihr habt nicht nur euch als Bezirksgoldhauben- und Kopftuchgruppe wieder in den Mittelpunkt gesetzt, weil ihr wart ja heute sehr gut in den Medien vertreten, sondern auch uns als Gemeinde Eigenschlegl natürlich sind wir wieder in aller Munde und dafür natürlich recht herzlichen Dank. Ich gratuliere euch für eure Geduld, für eure Kreativität und vor allem für eure Freude beim Mitgestalten dieser Weihnachtsbäume, dieser Christbäume. Und ich eröffne somit diese Christbaumausstellung und wünsche euch alles, alles Gute, vor allem ganz, ganz viele Besucher morgen und am Sonntag. Herzlichen Glückwunsch und danke noch einmal. Eines der Gedichte hören wir jetzt von Vanessa Bayer. Der Traum. Ich lag und schlief. Da träumte mir ein wunderschöner Traum. Es stand auf unserem Tisch vor mir ein hoher Weihnachtsbaum und bunte Lichter ohne Zahl, die brannten ringsumher. Die Zweige waren allzumal von goldenen Äpfeln schwer und Zuckerpuppen hingen dran. Das war mal eine Pracht. Da gab's, was ich mir wünschen kann und was mir Freude macht. Und als ich nach dem Baume sah und ganz verwundert stand, nach einem Apfel griff ich da und alles, alles schwand. Da wachte ich auf aus meinem Traum und dunkel war's um mich. Du lieber schöner Weihnachtsbaum, sag an, wo find ich dich? Da war es just, als rief er mich, du darfst nur artig sein. Dann steh ich wieder um vor dir, jetzt aber schlaf nur ein. Und wenn du folgst und artig bist, dann ist erfüllt dein Traum. Dann bringe dir der heilige Christ den schönsten Weihnachtsbaum. Mein Gelobter ist, es ist mein Ober Österreich und Gnieser jeder kennt. Voll Schönheit ist die Heimat mein, in der Leid braucht und flieht. Der ist voll von Gold und voller Stolz an unserem Freiner hin. Wirst voll von Keul und voller Stolz an unserem Weihnachten. Drum zog ein Sonderwander sie mir gern im Schmucker Tag. Setz Goldhaub und das Kopftuch auf, schaut Mutter hart so knapp. Erkenn mein Lieb, Verbundenheit zum Brauchtum und zum Land. Wirst weit über die Grenzen hin, als Volksgut ist bekannt. Wirst weit über die Grenzen hin, als Volksgut ist bekannt. Er hat nichts von seinem Zauber eingebüßt, der lichtgeschmückte Baum, der alle Jahre nicht nur die Kinderaugen zum Strahlen und Glänzen bringt, sondern auch bei uns Erwachsenen Erinnerungsgefühle weckt. Dies, obwohl längst vor dem Heiligen Abend allerorts die Weihnachtszeugen hell leuchten, auf öffentlichen Plätzen, in Geschäften, bei Weihnachtsfeiern, in den Sälen der Wirtshäuser und Hotels oder in Büros. Dies, obwohl erst am Heiligen Abend der Zeitpunkt der Lichtentfaltung des grünen Baumes sein soll. Von dieser so heimlichen Kritik nehme ich natürlich die Goldhauben- und Kopftuchfrauen geziemend aus, weil ja diese Ausstellung so weit vor Weihnachten hier im Meierhof in Schlegl die Möglichkeiten des Schmuckes eines grünen Baumes aufzeigen soll und damit Gusto machen soll für die Idee eines höchst persönlich geschmückten Lichterbaumes. Würde man dies erst am Heiligen Abend oder nachher machen, so würde Grete wahrscheinlich alleine da sitzen.
Christbaumbäume oder Christbäume aufzustellen, gilt nicht als alter Brauch. Unsere Vorfahren im Mühlviertel haben als Kinder den Christbaum noch nicht gekannt, genauso wenig wie das Christkind als Gabenbringer, sondern eben das goldene Rössel, das Obst, Nüsse und vielleicht ein paar Socken in ein Pokal legte. In einer Straßburger Handschrift von 1605 findet sich der Satz: Auf Weihnachten richtet man Tannenbaum zu Straßburg in den Stuben auf, daran hängt man Rosen aus vielfarbigem Papier, geschnitten, Äpfel, Oblaten, Zischgold, Zucker etc. Wie heute oftmals die Krippe als religiöses Symbol vom Christbaum überdeckt wird, hat auch damals schon der Christbaum einen Prediger erzürnt. Unter anderen Lappalien, so hat er gepredigt, damit man die alte Weihnachtszeit oft näher als Gottes Wort begeht, ist der Weihnachtsbaum, den man zu Hause aufrichtet, denselben mit Puppe und Zucker behängt und ihn dann schüttelt und abblumen lässt, ein Ärgernis. Abblumen aus der Mittelhochdeutschen bedeutete, dass die Kinder bereits am Weihnachtstag den Christbaum wieder abräumten. Wäre dies bei uns so, geschehe dies so schnell, wäre zumindest der Wettbewerb mit dem zweifelhaften, ehrlichen Augenblick der Besucher ausgeschlossen, wer hat den schönsten Christbaum. Selbst der sonst so fortschrittliche Erzherzog Johann beklagte die neue Methode, weil er befürchtete, wie vorhin der Prediger ausführte, die Wirksamkeit der Krippen würde eingeschränkt werden. Eine Bäckerzunft zu Freiburg soll schon Anfang des 15. Jahrhunderts einen Nadelbaum mit Naschwerk, Nützen und Früchten geschmückt haben. Liselotte von der Pfalz berichtet 1708 von einem Buchsbäumchen mit Kerzen, allerdings ohne Zündler. Goethe spricht in seinem Werk von den Leiden des jungen Werthers von einem geschmückten Baum. Im 18. Jahrhundert eroberte, lange nachdem sich der Christbaum in fürstlichen Gemächern breit gemacht hatte, diese Zierde des Weihnachtsbaumes die Markt- und Dorfstuben in Deutschland. Nüsse, Lebkuchen und der beliebte Weihnachtsapfel, nämlich die Sternrenette, das alles hing an den Zweigen. In Berlin verschöneten vergoldete und versilberte Erdäpfel den Baum, weil ein Eigentümer, ein Kaufmann, Friedrich den Großen, der auch Kartoffelkönig genannt wurde, die Ehre erweisen wollte. Ab 1820 konnten sich auch ärmere Menschen schon Kerzen leisten in Deutschland, weil Paraffin und Stearin das Bienenwachs als Kerzenmasse ersetzt haben und diese künstlichen Stoffe billiger waren als Kerzenwachs. Den endgültigen Durchbruch des Christbaums in Österreich können sich zwei adelige Damen anrechnen lassen. Fanny von Arnstein hat 1840 den ersten geschmückten Christbaum in Wien aufgestellt. Die Gattin Erzherzogs Karl, Henriette von Nassau-Weilburg, machte das Lichterzeichen für ihre Kinder zuerst und dann für die Allgemeinheit bekannt. Auch die katholische Kirche hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts für die Verwendung von Weihnachtsbäumen ausgesprochen. In Oberösterreich findet sich der Christbaum auf einem Bild, das in Ried im Volkskundemuseum zu sehen ist, um 1840, damals ein denkwürdiges Ereignis. Eine Familie Eibl in Kallhamm entzündete angeblich 1859 erstmals den Baum mit Kerzen. In Ofterin, ein Vorort von Linz, 1884 und im Stift Schlegel, so heißt es in der Chronik, wurde 1865 erstmals ein Christbaum am Weihnachtsabend entzündet.
In Salensbach soll es 1890 den ersten Christbaum geben. Es wird sich niemand daran erinnern. Der bekannte Lehrer und einer der Urväter der großen Musikerfamilie, der Derschmitz, überliefert uns, dass sein Vater als Lehrer in Anreit 1910 einen Christbaum für Kinder aufgestellt hat. Es war wohl die Abgeschiedenheit des Mühlviertels und vielleicht auch das lange Mittragen der Kirchenmeinung, dass nicht früher Christbäume in unserer Gegend zum Brauchtum geworden sind. Christbaummärkte, so wie wir sie heute erleben, gibt es erst seit 1920. Wie der Herr Abt schon gesagt hat, Pflanzen und Bäume sind für Menschen seit Urzeit Sinnbilder. In der Schöpfungsgeschichte heißt es ja, sprießen lasse die Erde Grünes. Und der Baum, der zeigt diese geheimnisvolle Lebenskraft, die in der Erde wohnt. Vorerst in der Mythologie war es der heilige Baum als Wohnung der Götter und Geister. Und in der christlichen Glaubenswelt wird dieser Baum zum Baum der Erkenntnis bis hin zum Baum des Kreuzes als wichtige Glaubenswahrheit. Wie der Baum als Symbolik des Lebens, die Lichter als Vertreiber der bösen Geister von Angst und von Furcht in dunkler Zeit gegolten hat, so ist es heute die Helligkeit, die zur Stimmungssteigerung beiträgt. Der Christbaumschmuck hat überlieferte Bedeutung. Die Sterne gelten und galten immer als Symbol der Hoffnung. Der Strohstern erinnert an das Stroh der Krippe in Bethlehem. Die Engel sind immer wieder Vermittler zwischen menschlicher und göttlicher Sphäre. Die Glocken am Christbaum läuten zur heiligen Nacht. Und die Früchte, die zuerst eigentlich die Christbäume schmücken, bedeuten Fruchtbarkeit. Kugeln ist immer ein Symbol für Vollkommenheit und für Göttlichkeit. Vogelfiguren deuten den Frühling an, Tauben am Baum sind Friedensboten und Herzen, wie wir es heute auch noch kennen, Zeugen der Liebe. Über die Geschichte des Christbaumschmuckes ließe sich ein eigenes Referat halten, genauso wie über die Geschichte der Kerzenhalter oder der Christbaumständer. Welch Einfallsreichtum in den Schmuckformen und Arten des Schmuckes verborgen sind, zeigt diese Ausstellung. Frauen haben Hand angelegt, Frauen, die der Kunst des Handwerkes mächtig sind und haben ihren Ideen freien Lauf gelassen. Ich habe aber auch gehört, dass Männer mit dabei waren, die in langen Nächten Rauschgoldengel geformt haben und andere Dinge, die unter Frauenhand nicht zustande zu bringen waren. Es ist ein weiter Weg gewesen vom Christbaum mit Äpfeln, mit Holzgetier bis hin zum Goldschmuck, zum Glasschmuck aus Gablons, den Tragantfiguren als Süßigkeit, Figuren aus Zellstoffpappmaché, den Porzellanschmuck, Lametta, Glasseide, Zellulit, den Kriegsschmuck. Während der Zeit des Krieges hingen andere Symbole am Christbaum. Der Kunst, die aus Thüringen kam, aus Lauscha, bis hin zum heute funkelnden Geschmeide. Meine Kindheitserinnerung an Christbaumschmuck, das sind in Seidenpapier gewickelte Zuckerwürfel oder Polsterzuckerl, wenn es besser ging. Aber diese Erinnerungen sind mir genauso wertvoll wie jetzt das gesponnene Glas, Engelhaar oder gedrehte Glasseide. Wie wichtig und welche Kraft ein Christbaum erzeugt, das hat sich in Kriegszeiten gezeigt. Einerseits war damals der Christbaum ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen, für die Frauen, für die Kinder, die warteten auf ihre Väter und Söhne, die im Felde waren. Andererseits an der Front, im Bunker, wo ein Baum mit Zigaretten als
Geschenk und kleinen Kerzstummeln unter den Klängen der stillen Nacht noch viel mehr an Bedeutung, an Trauer, an Hoffnung und Sehnsucht geweckt hat. Wenn heute in Österreich pro Jahr ca. 2,4 Millionen Christbäume geschnitten werden, dann auf öffentlichen Plätzen oder in Kirchen oder zu Hause erleuchtet werden, so mag das für uns alle ein Zeichen des Friedens sein. Ein Zeichen, dass wir in Zeiten leben, wo der Christbaum tatsächlich seine Erfüllung und seinen Sinn hat. So wünsche ich uns allen eine tief erlebte Zeit heute hier beim Bestaunen der Christbäume, dann in der Heiligen Nacht vor dem Christbaum ein Zeichen des Lichtes, der Freude und des Friedens, jenes Friedens, der in Bethlehem verkündet worden ist.